Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Outriders. Wir beginnen direkt mit einem Leck. Erinnert mich ein bisschen an Valheim. Und ja, wir müssen jetzt zum Lagerhaus, um Jakob zu retten. Ich glaube, wir sollen die Treppe hier runter. Hey Shira, ich bin soweit und gehe Jakob suchen. Wer sind denn jetzt diese Arschlöcher? Das sind Schläger, Drogenkuriere und Sklavenhändler. Nennen sich selbst Bluthunde. Niemand wird sie vermissen, wenn du ein paar Dutzend von denen abservierst. Warum hast du denn noch nichts gegen sie unternommen? Ganz ehrlich? Weil die Schwarzmarkt unsere Soldaten bei Laune hält. Und sie fressen wenigstens nicht ihre eigenen Kinder, die Rebellen, gegen die wir kämpfen. Ja, hab ein paar getroffen. Es ist anders. Ja, da gebe ich dir recht. So, wir haben hier einen Händler. Es sieht mega, mega geil aus. Es gefällt mir wirklich sehr. Ich kann es nur immer wieder erwähnen. Mal gucken, ob er was Schönes für uns hat. Wir werden wahrscheinlich noch nicht so viel Geld haben. Bei Händlern kannst du Gegenstände kaufen und verkaufen. Deine aktuelle Schrottmenge. Und andere Ressourcen findest du unten links im Bild. Ja, dankeschön. Wir haben 566 Schrott. Willst du einen Hanf für so eine Hose? Kaufen für 544. Sind wir ja fast pleite. Können wir es vergleichen? Wir können sie uns nur angucken. Aber direkt Vergleich. Ah doch, C. Alles klar. 72, wir haben 56er Schuhe. 80, 55. Ist halt die Frage, ob wir jetzt schon unser Geld rausschmeißen sollen. Ich glaube nicht. Andere Händler beschweren sich, dass ich sie unterbiete. Ah, wir gucken uns hier später mal in Ruhe noch um. Du kannst jederzeit zwischen Einzelspieler und Koop-Modus für bis zu 3 Spieler wechseln. Wenn du mit anderen zusammenspielst, steigt der Schwierigkeitsgrad, aber es winkt auch bessere Beute. Okay. Du kannst hier über die Lobby rufen, bla 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 bla. Brauchen wir uns jetzt nicht alles durchlesen? Der Grand Marshal hat uns auf Patrouille geschickt. Dem Gesocks reicht der feindliche Beschuss. Das sind dann die Dinger, um Freunde zu rufen? Sehe ich das richtig? Im Suchen einer Gruppe, okay. Spielersuche gibt's also auch. Für alle die, die keine Freunde haben. Nein. Gibt nichts für dich. Was denn für Pulver? Seid ihr alle drogenabhängig? Hab kein Pulver. Ja, wir gucken uns hier später mal in Ruhe noch um. Ich glaube, wir werden ja eh öfter hier sein. Das ist ja die Basisstation. Schubs ihn runter, schubs ihn runter. Komm, ich gebe dir nochmal einen Stoß. Deshalb würde ich mich jetzt erstmal so ein bisschen mehr auf Story und Mission begeben. Was hat der alte Kerl getan? Den Boss stinkig gemacht. Hier haben wir das Lagerhaus der Bluthunde. Ja, also ich würde jetzt erstmal ein bisschen mehr auf Story und Mission gehen, bevor wir uns hier alles angucken. Das kommt mit der Zeit sicherlich noch. Ich suche Jakob Dabrowski. Verschwinde. Hör zu, Arschloch. Ich ziehe mit der Knarre hier. Direkt. Ansage. Ah Gott. Was zur Hölle geht war gar nicht bereit. Vor? Ich glaube da drüben. Nee. Ach, das ist ein explosives Fass. Naja, ist es. Und ich aktiviere es natürlich noch in dem Moment, wo ich hinrennen muss. War sehr schlau von mir. Zwei können wir mal probieren. Geil, können wir uns Leben aus dem Gegner ziehen. Ich will ja eigentlich immer abwarten, bis die nachladen, aber es schießt halt aus allen Ecken. Ich habe halt echt immer ein bisschen Angst mit der Munition, ehrlich gesagt. Wenn dir die Muni ausgeht, hast du, glaube ich, ein Problem.
Ach, schade. Ein Bastard. Hä? Das war definitiv ein Kopfschuss. Das Spiel lügt. Ah, gut, das war keiner. Ach so, weil der auch so hin und her schwenkt mit der Waffe. Ach, renn doch nicht in dem Moment runter. Shit, 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 renn doch. Na, falsche Seite. Oh, wir haben ganz schön kassiert. Da müssen wir uns erstmal wieder etwas Leben holen. Scheiße, scheiße. Ach, ihr immer mit euren scheiß Dingern. Was war das für ein Gegenstand? Cool, kaputte Rüstung. Gut, wir müssen mal, glaube ich, ein Stück weiter nach vorne brechen, weil alle mit einem Scharfschützengewehr holen dauert einfach zu lang. Kommen wir noch ein Stück vor? Der links kommt gerade nach vorne, ne? Bleib doch bitte in Deckung. So. Wir brauchen halt echt mal eine bessere Waffe, weil die macht irgendwie fast gar nichts. Ach shit, jetzt haben wir von drüben noch einen. Wo ist er hin? Hab ich doch gerade von hier abgeschossen. Ach, dort. Ich stelle mich ein bisschen doof an, ich weiß. Damit müsst ihr leben, wenn ihr meine Let's Plays schaut, dass da nicht immer 200 IQ Play drin ist. Ach, dieses scheiß Symbol, voll im Weg. Ja, ist ein bisschen doof gemacht. Das könnte verschwinden, wenn man zielt. Wird hoffentlich noch gepatcht. Damit hast du nicht gerechnet. Und wir haben's. Jede Arena hat Ziele, die erfüllt werden müssen. Diese Ziele sind mit Symbolen auf deinem Radar eingezeichnet. Wir gucken jetzt erstmal ganz kurz. Ich glaube, wir haben ja jetzt Ruhe, ne? Nach unserer Rüstung, die wir gefunden haben. Hat er schon direkt angezogen. Alles klar. Gibt's hier noch Kisten zu looten? Da wäre eine Kiste. Aber ich weiß nicht, wie wir rankommen. Munition aufgefüllt. Das heißt, das hier brauchen wir nicht mehr. Ist alles voll. Ich gucke mich bloß nochmal kurz um. Nicht, dass wir was übersehen. Aber sieht nicht unbedingt danach aus. Ja, erhältlich ist es eigentlich für alle Plattformen. Ich habe es noch nicht erwähnt, also PlayStation, Computer, Xbox, Google Stadia. Alles klar, dann machen wir mal das Tor hier auf. Ah, die Lecks nerven doch ganz schön, muss ich sagen. Ich spieß dich auf! Okay. Pitbull. Gut, die rennen einfach nur drauf los anscheinend. Das heißt, da müssen wir ein bisschen schneller sein. Wo kam er denn jetzt her? Alter! Ich habe mich leicht erschrocken. Der da hinten bleibt stehen. Also der hat anscheinend nicht so Bock auf uns. Kommt noch mehr. Hä? Können die das auch, oder was? Oder haben wir jetzt gerade irgendwas aktiviert bei uns? Nee. Schon, wir haben gerade hier so Special Move oder sonst irgendwas aktiviert. Zu viel Zorn. Dann flippt er aus und bremst mal kurz. Ach, weil der wackelt halt aber auch ganz schön, ne?
Krieg ich den? Natürlich nicht. Jetzt kriegen wir ihn. Einer war hier drüben noch. Na, der möchte uns umrennen. Ach. Mist. Weiß nicht, wie weit geht denn der? Ah, okay. Frage beantwortet. Schade, dass wir den Kopf nicht treffen können. Jetzt hätte man treffen können und ich ziele nicht richtig. Komm schon, komm raus. Ich glaube, der will nicht mehr. Jetzt. Eine Pumpgun, eine rostige. Kommt doch schon wieder einer angerannt. Zum Glück haben wir den Feuermove. Oh, oh, oh Gott, oh Gott. Ich kann nicht ausweichen, ich kann nicht ausweichen. Hörst du aber auch nicht, dass die kommen. Aber wir sind komplett voll mit Leben. Also alles gut soweit. Ich weiß nicht, ob ich hier einfach gerade ein bisschen zu langsam bin. Aber ich gehe hier gerade lieber ein bisschen taktvoller ran. Und ich glaube, wir haben es geschafft. Holen wir uns nochmal Muni. Und wir gucken nochmal ganz kurz ins Inventar. Wo steckt Jakob? Wir hier nicht was Besseres haben. Eine Pumpgun wäre halt eine Überlegung wert. Wir können halt allerdings nur zwei ausgerüstet haben. Und da ist mir der Sniper gerade ein bisschen lieber. Eine andere Waffe haben wir nicht. So ein anderes Sturmgewehr. So, hatten wir das jetzt? Ne, hatten wir noch nicht gemacht. Einerseits die Kiste offen. Ich weiß nicht, ob es auch nur Muni ist. Du hebst Ressourcen automatisch auf, wenn du dich ihnen näherst. In deinem Inventar kannst du sehen, wie viel von einer Ressource du aktuell hast. Ein Gewehr, auch nicht schlecht. Wir gucken nochmal eben. 117, 117. Das sind aber unterschiedliche Waffen. Wir lassen es erstmal so, wie es ist. Weil das ist mein Haushalt. Zumindest ein paar Münzen gefunden. Hier drüben ist noch, das war bloß die Munikiste. 21 Leder. Stiefel. Ein Helm. Und noch eine Waffe. Ich hätte sie auch gleich ausrüsten können. Aber ne, hat er schon. Du kannst nicht benötigte Gegenstände zerlegen und so Fertigungsressourcen erhalten. Markiere sie mit rechter Maustaste und erhalte Delete zum Zerlegen. Brauche ich ja aktuell noch nicht, aber danke für den Tipp. So, hier hinten ist auf. Ich glaube, wir haben alles gesehen. Ging hier drüben noch irgendwas auf? Guck mal, da ist noch eine Kiste. Benutzte Handschuhe. Und noch ein Gewehr. Alles rostig. Hat er auch automatisch aufgenommen. Und das hat aber 118. Nee, so wollte ich das eigentlich nicht. Das mit dem tauschen. Moment, jetzt müssen wir erstmal wieder hier. Das mit... Wo haben wir es denn? Hier. Und das mit da. Bin ich eine Handfeuerwaffe gefunden? Egal. Nochmal nachladen, dann können wir uns nochmal eben schnell Muni aufnehmen. Und dann geht's weiter zum Jakob. Ich glaube, er wartet schon auf uns. Obwohl, er wird nicht wissen, dass wir es sind. Schöne Augen. Hey! Wow. Oh, das tut mir leid. Ich hab gedacht, das wäre das Damenklo. Na, wie geht's dir? Ich hatte alles unter Kontrolle. Ist lange her. Kennen wir uns? Verdammt!
Ich dachte, du wärst tot. Du bist tot, wenn du dich nicht bald bei She-Ra blicken lässt. Oh, She-Ra. Na gut. Wir treffen uns da, wenn du Zeit hast. Er hat sich wenigstens ein bisschen gefreut. She-Ra, ich habe Jakob rausgeholt. Er ist auf dem Weg zu dir. Der alte Penner will einfach nicht sterben. Du solltest auch herkommen, es gibt viel zu erzählen. So, wir haben hier einen Rückkehrpunkt, mit dem du direkt zurück ins Lager oder zu einer Entdeckerflagge, die du eingenommen hast, reisen kannst. Wenn nur in eine Richtung genutzt werden. Okay, dann machen wir das, dann kommen wir bestimmt direkt bei She-Ra raus. So, Lagerhaus der Bluthunde, da sind wir gerade und hier zum Lager würde ich gern. Ging sogar relativ schnell. An der Ladezeit her, das ist okay. Was können wir hier? Haare schneiden? Ach, zum Ändern des Aussehens. Ja, die Charaktererstellung habe ich mal übersprungen, weil ganz ehrlich, ich finde das immer mega langweilig. Also ich finde es schön, wenn man es selber machen kann, aber das im Video mit reinzuschneiden, dass dann erstmal eine komplette Folge nur Charaktererstellung ist, ist nicht so meins. So, du kannst ein Emote ausführen, indem du das Emote-Rad mit V öffnest und das gewünschte Dings auswählst. Was können wir denn alles machen? Wir können grüßen. Ah, und dann steht's oben. Alles klar. So, und dann müssen wir zu She-Ra. Da müssen wir wieder hier hoch. Der Typ ist doch tot. Und hier müssen wir rein. Ach, das war der Typ, genau. Nein, weil er tun und lassen kann, was er will, verdammt. Hey, na bin ich froh, mal ein bekanntes Gesicht zu sehen. Du siehst aus wie damals. Und du bist alt geworden, mein Freund. Das auf dem Gang war Seth. Was macht er denn hier? Unser Flehen ignorieren. Ist der nicht auf eurer Seite? Seth, der steht auf gar keiner Seite. Die Rebellen haben Veränderte, das ist ein Albtraum. Zum Glück taucht Seth manchmal auf und schlägt sie zurück. Aber nur, wenn ihm das gerade in den Kram passt. Hey, pass doch auf! Du weißt nicht, wie übel es ist, Outrider. Wir dachten, wir entkämen der Apokalypse. Wir dachten, wir könnten ganz neu anfangen. Tja, wir lagen falsch. Ich lag falsch. She-Ra. Ich habe hier das Sagen. Weil ich die einzige Offizierin bin, die noch lebt. Die Rebellen vor unserer Tür, die sind brutal, sadistisch und haben uns umzingelt. Uns fehlt es an Nahrung, Munition. Und wenn uns diese Freaks nicht töten, dann bestimmt der Planet. Willkommen zurück. Für den schwarzen Pilz im Wald gibt es kein Heilmittel. Die Berge voller Abscheulichkeiten. Die Anomaliestürme werden jedes Jahr stärker. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Wenn wir keinen Weg aus dem Tal finden, wenn kein Wunder geschieht, ist es mit dem Rest der Menschheit endgültig vorbei. She-Ra! Da sieh mal einer an. Ich habe jetzt Kräfte, die ich nicht verstehe, aber möglicherweise gibt's einen Grund. Ja, du bist. Jetzt weiß ich, warum ich dir damals das verdammte Leben gerettet habe. Wahrscheinlich hast du dir das ganz anders vorgestellt. Ich beschwere mich nicht. Hilf mir, das zu verstehen. Am Tag der Landung hat der Sturm Cuthbert zerrissen. Mich nicht, warum? Warum wurde ich... Verändert? Woher soll ich das wissen? Wenn der Sturm kommt, werden manche zerfetzt, andere kriegen rosa Punkte, tja. Und manche werden zu... scheiß Unsterblichen. Die Anomalie ergibt keinerlei Sinn. Sie hebt die Naturgesetze auf, mutiert das, was sie berührt. Die besten ECA-Wissenschaftler haben versucht, die Stürme zu verstehen, zu zähmen. Sind alle tot. Du hattest einfach Glück, Boss.
Naja, oder auch nicht. Hauptsache, du bist auf unserer Seite. Ein Veränderter behindert den Nachschub und unsere Waffen richten nichts aus. Bei der alten Solaranlage. Seth wollte uns ja nicht helfen, aber jetzt bist du da. Hey, warum nicht? Ich könnte der Menschheit Zeit verschaffen. Lieutenant, was zur Hölle war das? Die ganze Front ist kollabiert! Wie ein Erdbeben oder wir haben unsere erste Verteidigungslinie verloren! Unterwegs. Los, los, los! Hey, falls sich keine Gelegenheit mehr ergibt, ich hab dich gesucht. Aber alles ging schief, wir rannten um unser Leben, ich... Vergiss es. Ich lebe. Ich wäre schon 10-mal gestorben, wäre Tanner nicht gewesen oder Shira. Ich muss jetzt meine Schulden begleichen, Jakob. Boss, ich hab dich vermisst. Gut, dass du wieder da bist. Jetzt knöpf dir diesen Veränderten vor, damit wir den Kampf wieder aufnehmen können. Das machen wir doch glatt. Wir sind anscheinend der einzig Veränderte, der zu den Outriders gehört. Wir müssen hier den ganzen Schuppen mal wieder retten. Na gut, was jetzt hier das Erdbeben ausgelöst hat. Da draußen ist es übel. Ich werde sehen, was ich tun kann. Aber Shira, ich habe noch 30 Jahre an Fragen für dich. Falls du in einem Stück zurückkehrst, frag mich ruhig. Ob ich auf alles eine Antwort habe, weiß ich nicht. Ja, was uns da draußen erwartet, wollte ich sagen, sehen wir dann in der nächsten Folge. Morgen 19 Uhr. Nee, nicht 19, morgen 17 Uhr. Entschuldigung, geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut.